So, willkommen Leute zu einer neuen Folge vom Zoo 2 Animal Park. Und was ich heute vorhabe, das wollte ich eigentlich schon länger das Video machen. Ich wollte eigentlich alle Bilder von den Tieren mal zeigen, was zurzeit im Spiel drin sind. Und wir werden das mal gleich machen. Ich muss das nur ein bisschen schneiden und wir sehen uns gleich in dem Photoshop, wo ich schon ein bisschen was vorbereitet habe. So, bis dann. So, und da sind wir schon mal in der Liste drin und wir fangen natürlich mit dem Grasgehege an. Und die ersten Tiere sind natürlich die ganz bekanntesten hier, die Hausziege, der Hase. Dann haben wir hier das Pferd, das Hausschwein, das Schaf, die große Panda, Tapir, Biber, Grauschimmelpferd, so Minenwolf, dann haben wir die Schnappschildkröte, der braune Panda, der Pampashase, dann haben wir das schwarz-weiße Hase. So, dann geht es hier weiter mit der Graseule. Dann der Husarenaffe, dann kommt der Schwan, der Weißstorch, der Waschbär, und dann kommt das hier braune hier Schwein, das Hosomachschwein, Barbariziege, die weiße Ziege, dann der Tigerhase, dann das braune Bergschaf. Das Nasenbär, dann kommt der rote Jaguar Rudi, dann kommt der schwarze Jaguar Rudi und der Weißrüssel-Nasenbär. So, dann geht es gleich mit den nächsten Tieren weiter. So, dann geht es hier mit der Steppengehege, glaube ich. Da sind die Riesenschildkröten, die ersten. Dann kommt der Pfauen, dann kommt der Riesenkänguru, dann kommt der Steppenzebra, Flamingo, Gürteltier, dann kommt der Bison, der Sekretär, so das Halsband Pecari, dann kommt der weiße Pfau, dann kommt der Tigerilltis. Dann kommt der ostafrikanische Oryx, dann kommt die arabische Oryx, dann die Oryx-Antilope, dann kommt der Dik-Dik, dann haben wir hier der Goldfasan, weißer Zebra, Rentier, weißes Rentier, Schwarzohr, Katzenfred, der Bongo-Antilope, Capybara, dann der, kommt hier der Quokka. So, dann sehen wir uns gleich bei den nächsten Tieren. So, und willkommen hier bei den Schimpansen im Waldgebiet. So, Schimpansen, dann kommt der Wildschwein, dann kommt der Koala, Rotfuchs, dann kommt der Elch, roter Panda, Okapi, Mondbär, kommt der Dachs, der Krontaube, die blaue Krontaube, dann der Fischkatze, dann kommt der Baumkänguru, dann der kupferfarbene Kuzu, der goldfarbene Kuzu, Fuchskuzu, rote Wari, Goldhaubenkakadu, Fleckenroller, der braune Koala, der Tundrawolf, der Silberfuchs, der weiße Elch und der weiße Kakadu. So, dann sehen wir uns gleich bei den Savanne, glaube ich, Tieren. Bis dann. So, sorry. Nicht hier Savanne, sondern die Bergtiere. So, als erstes kommt der Kodiakbär,
dann der Weißkopfseeadler, dann der Luchs, der Wolf, der Alpaka, Pavian, dann kommt der Esel, dann kommt der Ozelot, Fleckenskunk, dann der Goldtakin, Lemur, Katter, dann kommt der Stachelschwein, blonder Kodiakbär, Leopard, Nacktnasenwombat, dann kommt der Hermelin, Alpensteinbock und geflecktes Alpaka. So, jetzt müssen, glaube ich, die Savannentiere. So, da sind wir bei den Savannentieren und wir fangen mit den Löwen an. Den gibt es erst ab Level 19 und er kostet 40 Diamanten. So, dann kommt der Strauß, der Netzgiraffe, Breitmaulnashorn, Flusspferd, dann kommt der Elefant, der Erdferkel, der Weißschwanzgnu, Tibetkatze, dann kommt der Trampeltier, der Wildhund, pinkes Hippo, dann kommt der Rotschnabel Toko, dann kommt der Erdmännchen, Warzenschwein, Löffelhund, Weißgesichtseule, Pfennig, dann kommt die Tupferhyäne, weißer Wildhund, Weißschwanzmanguste, der weiße Löwe, Impala, Kaffernbüffel, der Kaffernbüffel. So, dann machen wir weiter mit den nächsten Tieren. Das ist dann hier Dschungel, glaube ich. So, dann geht es hier weiter mit dem Dschungel und wir fangen gleich mit dem hellroten Ara an. Dann kommt der schwarze Panther, die große Anaconda, dann der Nilkrokodil, Riesentukan, dann kommt der Komodowaran, Mandrill, das Faultier, goldenes Löffeläffchen, Berggorilla, der weiße Gorilla, Königstiger, Weißhandgibbon, der weiße Krokodil, Orang-Utan, dann haben wir einen Jaguar, dann haben wir hier der Goldkopflöffeläffchen, Kakapo, Papagei, dann haben wir den Brillenflughund, Wickelbär, das Wickelbär, dann haben wir die Königsriesenhörnchen, dann haben wir die Tamandua, hier, das ist ein Ameisenbär sozusagen, dann haben wir hier Schwarzer Weißhandgibbon, dann haben wir den Nebelparder, Kapuzineräffchen und die Harpie. Und als letztes haben wir den weißen Tiger, vorletzter, und der Riesenotter. So, dann sehen wir uns gleich bei den, glaube ich, Eistieren. Bis dann. So, und da sind wir bei den Eistieren und das erste Tier, was ist natürlich bei Level 43 freigeschaltet wird, wird der weiße Hase sein, der Schneehase. So, als nächstes kommt natürlich der Eisbär, der Polarfuchs, der Kaiserpinguin, der Polarwolf, die Schneeeule, der Vielfraß, der Himalaya-Tar. Dann kommt der Moschusochse und Schneeleopard und der kanadische Luchs.
So, und die letzten, die natürlich noch übrig sind, sind die Wassertiere und wir sehen uns dann gleich bei den Wassertieren. So, und da sind wir natürlich bei den Wassertieren und der Mandarinente gibt es als ab Level 65 und kostet nur 25.000 Münzen. Ist nicht viel. So, als nächstes haben wir dann den Walross, die Riesenmanta, die Seeotter. Entschuldigung, Seeotter, großer Tümmler, der Riesenkrake, der Schnabeltier, der weiße Wal und die Bandrolle. Die Daten sind natürlich noch nicht so alle aktuell, die muss ich noch alles ändern. Es gibt noch viel zu tun bei der Arbeit hier, aber ich werde es auf jeden Fall auf den Laufenden gehalten. So, ich bedanke mich fürs Zuschauen und auf Wiedersehen. Ich wünsche euch noch einen schönen Mittwoch. Ciao, ciao.